Wenn dein Dad kommt, dann richtig und verlässlich. Du musst jetzt leider in jedem Stream mit dabei sein und schön mitzählen. Das wird dann schon irgendwann dreistellig werden. Keine Sorge. In Teil 1 waren wir dann irgendwann bei, ich glaube am Ende waren wir bei 173, wenn ich richtig geguckt habe. Am Ende. Da ist ein Hut drin. Für den Hut. Collectibles. Sehr schön. Geber, Regenhut. Ich mag die Mütze am besten, also die, sag schon, die Tüte beim Kopf. Das können wir auch gleich mal anziehen und da sehen wir auch sein Gesicht so ein bisschen. Ja, ich finde, das passt momentan am besten. Wir werden hier noch einiges kriegen. Und dann noch mal gucken, wie das aussieht. Aber momentan passt das hier am besten, denke ich. Das passt am besten zu Momo. Mono. Oh, da ist doch schon wieder der Jäger. Oh nein. Sneak. Oh nein. Da hätten wir sprinten müssen. Da hat er uns gekillt. Sneaken und dann springen. Und dann sprinten. Und weiter. Was? Der hat uns hinter der Kiste getroffen. Alter. Mensch. Das gibt's doch nicht. Wir waren doch schon hinter der Kiste. Er hat durch die Kiste durchgeschossen. Unfair. Und hoch hier. Hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Und weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Oh nein! Er kommt ziemlich hoch! Weg hier! Ach du Scheiße! Was hat denn der gefrühstückt? Ach du Scheiße! Versteck dich hier! Und tauch! Wenn die fast ertrunken. Kommen wir hier vielleicht durch hinter den durch das Gitter hier. Ein bisschen tauchen. Ich weiß nicht, ob das so eine clevere Idee ist, aber jetzt raus hier. Okay, das klappt noch nicht so. Ja, vielleicht können wir da unten durchtauchen. So voller Matsch und Schlamm. Ich weiß nicht, wo wir hier rumtauchen. Wo drin wir hier rumtauchen. Ah, okay. Jetzt müssen wir durchs Wasser warten. Was? Wie hatten der uns dort? Wir waren noch tauchen. Wer hätte uns denn da gesehen? Wie zum Henker. Ja.
Alter, das war knapp. Kommen wir hier an Land. Na komm. Gib um. Vielleicht schaltet das ihn irgendwie aus. Na komm, das muss doch irgendwie... Kleines Herz am Baum. Das bringt hier nichts. Na komm, gemeinsam. Ich habe mal Deckung. Uff. Sehr schön. Und jetzt hier hoch. Save Point bitte. Hier müssen wir gleich wieder sprinten. Und weiter. Hinter die Kiste hier. Und weiter durch die Tür. Oh, das wird weit. Das ist ein weiter Weg. Hinein hier. Tür zu. Verriegeln. Hoch hier. Wir haben eine Knarre. Das ist gar nicht so verkehrt. Schieß. Oha. Mordsmäßiger Rückstoß. Wir haben den Jäger getötet. Schnell weiter hier. Jetzt will ich aber auch einen Kill-Countdown. Kill. Kill Counter. Ein Kill haben wir hier schon. Oh, jetzt fahren wir hier auf einer Tür. Sechs Tote und ein Kill. Fast wie in Fortnite. Durch den Nebel auf der Tür. Schönes Bild hier. Ein Fernseher im Wasser. Bin gespannt, ob wir hier bald mal auf die Six treffen. Die kleine Six mit ihrem gelben Mantel. Da spielen wir hier schon gleich eine Stunde. Ist das zu glauben? Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit schnell. Wo kommen wir hier denn hin? Ah, okay, das kommt mir noch bekannt vor. Ich auch. Na, das ist doch... Und dass man nicht die Stadt aus dem Startbildschirm ist. Wir haben ja so eine Art Intro gerade. Ich kann ja gerade nichts tun. Nur zuschauen. Bin jetzt gerade auch zum Zuschauer mutiert. Zum Kommentator.
Ah, jetzt kann ich laufen. Und sprinten. Kommst du mit? Komm mit. Oh, wen haben wir denn da? Hallöchen. Okay. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Der flackert. Ach du Schreck. Da hat er sich gerade aufgelöst. Der kleine Junge hat sich gerade aufgelöst. Ist das wahr? Ist ein bisschen am Strand lang. Hier vielleicht was versteckt, dein Secret, ein Hut. Weitere Collectibles. Im Fernseher scheint irgendwas zu leuchten, aber da können wir nichts. Können wir hier vielleicht einen Stein aufsammeln? Da ist unsere Tür, auf der wir hierher gereist sind. Der Chat ist ruhig. Zu ruhig. So gepackt vor Abenteuer oder was ist los? Okay, an den Kabeln können wir nicht hoch, oder? Jetzt an den Kabeln hochziehen. In Sofa. Können wir hier mal links? Ne, können wir nicht. Jetzt ist nebenbei und schau zu. Aha, okay. Ist ja nicht schlimm. Obwohl bei Little Nightmares. Ich wäre vorsichtig mit dem Essen währenddessen. Es reimt deshalb, stimmt's. Es ist ein Horrorspiel, also es ist. Ihr habt schon gesehen, die Familie vorhin im Haus. Also appetitlich ist dann ist ja einiges nicht. Ich wäre ein bisschen, wenn es abkannst. Ja, mach das, aber währenddessen essen. Uff, ja. Ich weiß nicht. Würde ich nicht machen. Dein Ding. Errungenschaft freigeschaltet. Jäger und Sammler. Ja, haben wir das Kapitel mit dem Jäger abgeschlossen. Da hängt einer im Fernseher. So, hops. Hier hoch. Oh. Eine Art verfallene Stadt. Hier war doch auch ein Trailer der riesige Slenderman zu sehen. Ach, das geht schon. Wenn das für dich geht, können wir hier mal Räuberleiter machen. Na komm. Dort auf den Sessel drauf. Ach, die Leute sind ja alle so lang. Schau dir die Anzugsbeine, Anzughose an. Und die alle so lange Leute. Auch die kleineren Leute von denen. Haben etwas lange Beinchen. Okay, überall Fernseher. Ich brauche irgendwas zum Hochklettern. Und du machst Räumerleitung. Auch gut. So ein Geigenstrick. Oh, der nächste tot. Zum Glück haben wir hier einen Save Point. Sehr humaner Save Points hier.
So, hier. Okay. Was machen wir denn hier am Galgenstrick? Irgendwie muss der doch gut sein. Oha, den hätte ich fast überlebt. Gleich sind wir zweistellig. Was sagt denn der? Irgendjemand sagt hier, hey, vielleicht lassen wir den Strick hier erstmal in Ruhe. Was sagt denn hier, oi, das ist doch unser Begleiter hier. Oder nicht? Was gibt's? Okay, da können wir auch nicht lang. Komm rüber. Hey, oh hey. Eine kleine Unterhaltung. Ich find's gut. Die Unterhaltung. Aha. Ein Aufzug. Ich hab dir gesagt, du sollst folgen. Ich hab dich gerufen. Communication. Aber schön. Oha. Jetzt ist er ein Stockwerk höher. Vielleicht damit da ranspringen oder? Nein. Autsch. Und wir sind zweistellig. Der 10. Tod, wenn ich richtig gezählt habe. Wieso fängst du mich nicht auf? Das ist doch hier. Das sind aber jetzt keine 20, nur weil ihr das doppelt schreibt. Mich doch auf, Mann! Er hält mir da so schon seine Hand da entgegen. Es ist doch hier. Mann, fass mich doch! Es ist doch hier nicht wahr. Es ist schon nicht wahr. Wie soll man sonst hier rüberkommen? Ich war doch schon fast. Ja Mann, es ist. Ich fall an seiner Hand vorbei. Ja, wir kommen heute noch zur 20. Ja, stimmt. Schon mal hier beim Sprung. Na, danke schön. Ziehst mich endlich hoch. Und weiter geht's. Muss doch mutig greifen. Ja. Habe ich auch gecheckt. Also, hier geht's weiter. Da
Nein, Klamotten. Haben wir die Axt mitgenommen? Leider nicht. Oha, okay. Der Fernseher ist an. Der Fernseher scheint uns einzusaugen. Ich glaube, der schadet uns ziemlich. Ach du Schreck. Okay, wo geht's hier weiter? Wir kommen hier nicht weiter. Im Fernseher irgendwie ausschalten. Anfassen. Ach du Schreck. Zum Einstellen der Sendung VRs, die benutzen. Okay, wir verdrehen hier den Tunnel. Uff. Schon sind wir drin im Tunnel. Durch den Fernseher. Wir sind im Fernsehen. Guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen. So habe ich das nie gemeint. So. Sprint. Der Tür entgegen. Wir sind wieder aus dem Fernsehen. Fernseher aus. Was war denn hier los? Schnell weg hier. Diese Fernseher machen mir Angst. TV-Geräte. Scheint ja hier wohl ganz die große Überschrift zu sein. Jetzt mal. Räuberleiter? Oder so? Ach, wir können den anfassen. Händchen halten. Sehr schön. So, wie kommen wir da hoch? Können wir den Fernseher verschieben? Ist bestimmt auch ein... Oho, ist eine Lampe oben. Es gibt bestimmt auch ein Achievement, wenn wir Händchen halten. Lang genug. Können wir den Tisch nicht bewegen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass wir den rechts weiter. Vielleicht das mit der Dose. Und können wir den Fernseher zerstören. Leider nicht. Räuberleiter würde gehen, aber das Kind will nicht. Na komm, mach Räuberleiter. Komm. Die Dose stellen, das bringt ja auch nichts. So stabil ist die Dose nicht. Na komm jetzt hier. Hier hoch. Ah, okay. Nur ein bisschen besser springen. Die engen Gassen sind ja schon sehr gruselig. Die engen Straßengassen. Können wir das vielleicht verschieben? Ah ja, dann können wir durch das Loch durch. Die Mülltonne verschieben. Perspektive also. Nee, nicht wirklich. Ich musste nur ein bisschen besser schieben. Ein bisschen besser springen. Und den Knopf nicht richtig gedrückt. Endspielplatz.
Tor. Na komm, das gibt bestimmt ein Achievement hier. Fußball spielen. Das Runde muss ins Eckige. Und der dribbelt den Ball und er schießt den Ball und er schießt ihn nicht wirklich, er bewegt ihn nur mit den Füßen und er schießt ein. Eine Planke. Eine Latte. Pfosten. Und ein Tor. Tor. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Er hat ein Tor geschossen. Handball. Ich glaube, es gibt dafür eine Errungenschaft, wenn du das schaffst, wenn du in das nächste Tor reinkriegst, ohne es in die Hand zu nehmen, ohne zu faulen. Ja, da oben liegt noch ein Baseball drauf. Wir da noch ein Baseball. In der Tat. Da kommen wir dran. Achso, das war eine Mütze. Das sah aus wie ein Ball. Hüte. Ein Ballhut. Sehr schön. Ein bisschen wippen. Schalt mal wieder den Hut um. Da haben wir schon einige gesammelt. Dass ich Angst habe, dass das Spiel so kurz nur geht. Wenn wir jetzt schon die Hälfte der Hüte haben. Na komm. Ach, Spielverderber. Ein bisschen schaukeln. Dann halt nicht. Eine Reifenschaukel. Ist bestimmt gleich das Seil oder was? Nicht wirklich. Okay, die Tür war fest verschlossen. Wir sind ja wahrscheinlich auch tot durchs Fenster. Der hängt ja hier schon die Leine raus und hoch. Ich hoffe, der Kleine kommt nach. Wir sind so eine Art Schule. Bücher. Okay, hier haben wir einen Schalter. Der möchte gezogen werden. Aha. Was hat es mit dem Gemälde auf sich? Hier werden wir wahrscheinlich gesehen worden von irgendwem. Oh. Betten.
Augenblitzchen. Steh hin. Nur stapeln. Komm, zieh dich hoch. Oder auch nicht. Na komm. Oh, Papierflieger. Yay. Hier gibt es hier nur sonst noch mehr. Aus einem Papierflieger. Sehr schön. So, wo geht's jetzt hier weiter? Tja.